So, hi Leute, herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Luxor mit einer Runde Hearthstone Naxxramas. Ja, und dieses Mal widmen wir uns, wollte ich gerade sagen, widmen wir uns der Großwitwe Felina. So, und dazu schauen wir uns mal ihre Heldenfähigkeit an. So, der Feuerregen Heldenfähigkeit. Feuert für jede Karte in der Hand eures Gegners ein Geschoss ab. So, ich schätze mal, ein Geschoss heißt ein Ziel zufällig, egal ob Diener oder Held. Und da würde ich sagen, lohnt es sich eventuell ein kleines Rush-Deck zu zocken. Anduin gegen Großwitwe Ferlina. Meine Akolyten gehorchen mir bedingungslos. Das Licht wird den Sieg bringen. So, die spielen wir erstmal weg. Im Zug, wenn ihr einen Zauber wirkt. Die ist ganz nett eigentlich. So, und die ist auch sehr schön. Das ist ein schöner Start. Okay. Die Ist Karte sind jemand an für sich verletzt? sehr schön. Das Mana schmeckt sofort. So, Das und die war's. Monster haben hier etwas mehr Leben, sprich, die überleben auch mal zwei Treffer. Heldenfähigkeit, hm? Okay, euer Gegner zieht eine Karte. Was war das jetzt für eine Fähigkeit? Fügt einem Diener einen Schaden zu, der Diener erhält plus zwei Angriff. Gut. Vernichtet ein Diener mit Max 3 Angriff. Verdammte Kacke. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Machen wir es so. Geben wir ihr auch gleich 2 Leben. Scheiße, wir kriegen immer mehr Karten in die Hand gedrückt. Sofort. Allerdings. Ja, ich hätte mit ihr mal die Das Schwerter angreifen sollen. Kniet Ja, genau nieder. so. War klar. Scheiße. So. Eine Viererkarte. Spielen wir doch ihn einmal aus. Zieht eine Karte. Wir wollen eigentlich gar keine Karte ziehen. Andersrum macht er den kaputt. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir. Dann haben wir 6 Karten. Ach, wird schon gut gehen. So, jetzt müssen wir trotz. Fügt dem Feind nicht schnell. Scheiße, beide Diener wieder am Arsch. So, den dürfen wir natürlich nicht kaputt machen, logisch. So, 5 haben wir. Was hat denn die Ober 4-4? Scheiße, das bringt uns dann auch nichts. Das heißt, wir spielen eine direkt ins Gesicht. Ah, der wird denn. Naja, wobei, der kann ja die Schlange nicht angreifen. Die misst nicht mit dem, solange da kein Plus Damage drauf hat. Shit. Okay, und genau das wollte ich eigentlich verhindern. Vielleicht einem befreundeten Diener 3 Leben. So, verursacht 5 Schaden, stellt bei eurem Helden 5 Leben wieder her. Ja, casten wir jetzt so, oder? Wir versuchen ihn zu spielen. Heilen uns. Wobei ich ja den Gnom erstmal rausschmeißen sollen, um verdammt die Heldenfähigkeit ein bisschen zu reduzieren. Genau darum. Shit.
tötet sie im Namen. Macht er natürlich den Ruber kaputt. Shit. So. Okay. Machen wir so. Einmal Todesrechnen, so, der hat jetzt 5-5. Wenn wir so weit kommen, müssen wir auf jeden Fall nächste Runde das hier spielen und Schattenwort Schmerz. Falls wir denn so weit kommen, wie gesagt. Ich hoffe ja, momentan hat er 4, 5, 6. Schade, er hätte ruhig den Lebra-Bomben treffen können. So, jetzt fügt er sich selber nochmal 2 Schaden zu. Naja, ich wollte schon sagen. So, ja. Ast rein, damit ist die Runde auch schon wieder gelaufen und wir haben gewonnen. So, denn wir geben hier einen Schaden zu und spielen jetzt nochmal heiliges Feuer auf sie direkt. Ja, dein Meister wird dich rächen. Dann wollen wir doch mal schauen, wie dein Meister dich rächen wird. Der Tod ist unwichtig. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren. Alles klar, dann wollen wir doch mal gucken, Kel'Thuzad. So, Netzfürstin Yruba. Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Das heißt, wenn man im eigenen Deck keinen Kampfschrei hat, kann die Karte eventuell ganz cool kommen. Vor allem für nur 2 Mana-Kristalle mit 4 Leben. Auch für nur spottmäßig. Ja. Bisher läuft super. So, dann würde ich sagen, danke ich euch erstmal wieder fürs Zuschauen in der zweiten Runde von Naxxramas. Ja, und hoffe, wir sehen uns zur nächsten Runde bei. Sehen uns zur nächsten Runde bei? Naja, ihr wisst schon, ich meine, hoffentlich sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also, macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.